neue Woche, Start ins dritte Trimester und ich bin tatsächlich jetzt auf dem Weg mal wieder zu, na, was könnte es anderes sein, einem Arzttermin. Es geht jetzt nämlich wieder in die Gerinnungsambulanz. Da war ich ja vor 6 Wochen das letzte Mal und da muss ich ja immer wieder zur Kontrolle hingehen. Und ja, machen wir mal. Ansonsten schlage ich mich ganz gut, aber ich vermisse Markus echt jetzt schon total. Und ich war auf der Waage. Hat natürlich zugenommen, ist aber ja auch gut so. Ist im Rahmen geblieben, aber es ist schon krass, man muss sich da echt erstmal umstellen, ne? Das ist halt was. Ich gebe offen zu, es fällt mir schwer. Aber ich hatte ja Gott sei Dank in Neum keine. Wie gesagt, es ist genau entsprechend dessen, was ich auch zunehmen sollte in den Wochen. Und ich habe ja auch trotzdem gut gegessen, ne? Also, passt schon. Geht schon danach wieder weg. Aber es ist trotzdem einfach crazy. So, ihr Lieben, ich war heute Morgen bei der Frauenärztin und ihr hört schon, es ist alles in Ordnung. Also, mein Muttermund sieht hervorragend aus, ja. Nee, er ist sehr, sehr schön lang und auch fest verschlossen. Keine Trichterbildung, kein gar nichts. Ja, und der kleinen Maus geht's auch wunderbar. Sie liegt jetzt inzwischen in Schädellage, also mit dem Kopf nach unten. Sie hat sich jetzt gedreht. Ich glaube aber, die dreht sich so viel, das kann übermorgen auch wieder anders sein. Aber ist ja gut, wenn sie schon mal richtig liegt. Und ja, dann hat sie sie gemessen und hat erst den Kopf angeschaut und gesagt, ist eher eine zarte Maus. Und dann hat sie aber nochmal gesagt, als sie den Oberschenkel gemessen hat, so, oh, ich habe zu früh geurteilt. Der sieht richtig lang auch schon aus. Und dann hat es tatsächlich ein Schätzgewicht von 1 Kilogramm ergeben, was ja für die Woche absolut perfekt ist, ja. Also, und dann hat sie nochmal einfach alles so ein bisschen angeschaut. Wir haben jetzt aber kein großes Organscreening nochmal gemacht, weil, ganz ehrlich, ich war bei der Pränataldiagnostik, es ist alles gut angelegt. Sie hat auch nochmal die Nabelschnur, hat sie ein bisschen länger drauf gehalten mit dem Doppler, weil sie kurz sich nicht sicher war, ob sie eine Extrasystole gehört hat. Aber dann, nachdem wir länger drauf gehört haben, war dann eindeutig, hey, die kleine Maus hat nur rumgekickt. Das kann nämlich auch mal Störgeräusche machen. Also insofern, alles absolut bestens. Mir geht's auch immer noch sehr gut. Ja, ich habe weiter zugenommen, habe ich ja schon gesagt. Es war so fies bei der Frauenärztin auf der Waage, wie ich immer noch mal gleich 1,5 Kilo mehr. Weil erstens stehe ich da komplett mit Schuhen und komplett angezogen drauf. Und zweitens haben die so eine alte Waage. Die ist bestimmt nicht so gut wie meine. Und vor allem, ja, es ist ja, nachdem man Essen und getrunken hat. Ich wiege mich ja immer morgens, direkt nach dem Aufwachen, Montag früh, in der Unterhose. Ich mache ja immer ganz korrekt immer die gleichen Messparameter. Ich bin da ja so ein kleiner Datenfreak. Und das ist natürlich überhaupt nicht reproduzierbar in der Praxis. Aber egal, ich kenne das schon. Ich gucke da drauf und denke mir, ja, und dann habe ich mir noch meine Keuchhustenimpfung abgeholt, weil soll man ja, ja, es ist jetzt drittes Trimester gerade zu Beginn, soll man ja dann machen. Ich habe gefragt, ist es zu früh noch oder können wir schon machen? Sie sagt, ja, doch, können wir machen. Dann muss ich noch in die Apotheke gehen und es mir abholen, weil man als Privatpatient erst das Rezept einlösen muss und das dann in die Praxis zurückbringt und but whatever, ich habe hier Zeit mitgebracht gehabt. Und jetzt habe ich tatsächlich alle Frauenarzttermine bis Entbindung schon. Krasse Sache, oder? Krasse Sache. Aber gut, ich bin jetzt halt auch im dritten Trimester. Aber, also eins kann ich euch schon mal sagen, holt euch keine Schwangerschaftswinterjacke, bevor ihr nicht wisst, dass ihr sie braucht. Weil ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mein Mantel geht immer noch zu. Und der Winter ist jetzt bald vorbei. Ich habe halt wirklich nicht so den großen Bauch. Aber das ist ja auch okay und er wächst jetzt langsam. Ich zeige euch am Ende vom Video mal nochmal den aktuellsten Stand. Da sieht man auch, es tut sich langsam was. Also ich meine, es hat sich ja schon vorher was getan, aber auf manchen Bildern im Urlaub stand ich schon immer noch sehr im Hohlkreuz, damit man ihn ein bisschen gesehen hat. Und so langsam klappt es auch ohne Hohlkreuz. Ja, und langsam steht mir auch die Wohnung immer mehr voller Pakete da. Jetzt ist auch schon wieder als Nächstes angekommen. Ich habe mir noch so ein Babynestchen geholt. Ihr wisst ja, dass mein Kind nicht im Bett schlafen wird bei uns. Also die kleine Maus. Ach ja, ich muss ja jetzt nicht mehr kleine Maus sagen. Ich kann ja jetzt Luisa sagen, weil ich es euch am Ende des letzten Videos ja schon mal kurz verraten habe,
Das ist Luisas Zimmer. Ja, und ich habe mir das nämlich geholt, weil ich finde das nämlich super praktisch. Da sieht man so ein paar Anwendungsfälle, wenn man irgendwo in der Badewanne oder irgendwo anders ist. Und man kann das halt einfach, das Kind mal irgendwo ablegen, weil wo legst du sonst dein Kind ab, ohne dass es runterfällt? Also deswegen, ich werde euch dazu, wenn ich es ausgetestet habe, ein ausführliches Video mal machen. Ich habe mich aus sehr vielen Gründen für das von Lalizou entschieden, aber ich will jetzt hier keine Werbung machen. Deswegen. Ich zeige euch das später noch, aber ich freue mich sehr, dass das jetzt da ist. Hier sind auch noch mehr Pakete, Futter, Rucksack. Ich fange bald an, einen Geburtsrucksack, eine Geburtstasche zu packen. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ja viel zu früh, aber ich weiß nicht, es gibt mir einfach Ruhe, das zu machen. Ich glaube, ich will das jetzt machen. Zeit. Obwohl sie ja noch viele, viele Wochen hat. Ich packe das jetzt trotzdem schon. So stückweise. Das ist irgendwie so eine Vorbereitung dann. Naja, doch, reicht jetzt auch wieder. Ich zeige euch gleich noch das neueste Ultraschallbild von ihr. Sieht so süß aus. Ich habe zugesehen auf dem Ultraschallgerät, als sie Fruchtwasser getrunken hat. Es war so richtig süß, du hast richtig gesehen, wie die Lippen, die gingen so auf so. Dann meinte sie, ja, manchmal machen die das auch nur so und dann sagt sie, ah doch, doch, sie schluckt. Und dann hat man richtig die Schluckbewegung im Ultraschall auch gesehen. Wie cool ist das denn? Ich sagte, ja, das kenne ich. Der ist langweilig. Langeweile essen. So, hier jetzt das versprochene Bild von ihr aus dem Ultraschall. Ich habe es schon in der Mutterpassion, deswegen spiegelt es ein bisschen. Ist das nicht süß mit dem Gesichtsprofil? Ich finde das so niedlich. Ich bin gerade zu zwei Paketshops gelaufen und einer davon war 1,1 Kilometer entfernt, um alle Pakete zusammenzusammeln, die in der Zeit noch angekommen sind und die nicht bei Nachbarn abgegeben worden sind. Wir haben auch zwei Nachbarn natürlich irgendwie als Paketstation missbraucht, aus Versehen. Also halt einfach alles schon irgendwie geliefert worden, zeitweise. Aber also echt auf dem Weg zu der Paketstation gerade eben dachte ich echt, ich musste mich irgendwann auf eine Parkbank setzen, weil mein Bauch so gespannt hat. Also vielleicht geht's jetzt los. Mal gucken. Ah, vielleicht war es auch nur eine Laune. Andererseits habe ich heute auch schon wieder 13.000 Schritte damit drin. Aber was eigentlich viel cooler ist und warum es sich gelohnt hat, ich zeige euch, was in dem Paket drin ist. Und zwar habe ich neue Schmuckstücke bekommen und, oh, Gummibärchen. Mit denen habe ich ja zusammen, jetzt muss ich wechseln. Mit Only You habe ich ja diese Kette selber entworfen und auch das Armband, das Sternchenarmband. Und jetzt habe ich tatsächlich eben mit ihnen neue Designs gemacht. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich meine neuen Designs als Samples sehe, weil die kriege ich ja erst zugeschickt. Und nur wenn ich dann sage, dass sie cool sind, kommen sie in den Presale für euch. Jetzt gucken wir doch einfach mal rein. Also ich habe wirklich selber noch nicht reingeguckt. Ich habe nur vorher schon Gummibärchen beiseite getan. Ach, guck mal, wie viele Gummibärchen ich habe. Wollen wir mal reinspitzen? Die sind nämlich extra für Schwangere. So, ich bin echt gespannt. Ich glaube, das hat gut geklappt. Das finde ich ist total schön geworden. Das sind kleine Herzchen an dem Baum. Das soll so ein bisschen symbolisch eben sein für die Liebe, die da wächst. Und ja, so als so ein Wachstumssymbol, weil ich wollte halt nicht, dass es zu eindeutig ist. Ich wollte so ein dezentes. Oh, ich glaube, das ist echt schön. Ich muss mir noch mal nachher im Detail angucken. Das kriege ich auch meistens dann in Roségold und in Silber. Aber jetzt weiß ich nicht, ob hier das zweite Design. Genau, hier ist die gleiche Kette in Silber. Ich schaue mir natürlich das alles noch mal ganz genau an, bevor irgendwas in irgendeinen Presale oder irgendeine Produktion geht. Aber jetzt gucken wir erstmal noch das zweite Design an. Das müsste dann ja hier drin sein. Oh, ich bin gespannt. Oh, das sieht auch so schön aus in den kleinen Tütchen. Schauen wir mal. Bei dem habe ich nämlich auch ganz, mir auch ganz wichtig. Das sind Ohrringe. Und ich glaube, die sind ein bisschen eindeutiger sichtbar. Baby-Style. Und ich muss sie gleich mal anprobieren. Ich glaube, ich finde die Größe gut. Weil auch die Größe, das kann ich auch alles entscheiden. Mega. Sehr cool. Ich jetzt mal gleich noch gucken hier. Zweites Sample. Dann dürfte hier ja der Ohrring in der anderen Farbe in Roségold drin sein. Tada, tada, tada.
Mega schön. Ich finde das auch ein süßes Set, weil das so zusammen dann eben richtig nach Schwangerschaft, aber halt auch nicht so in your face. Aber gut, ich gucke es mir nochmal im Detail an. Ich halte euch auf dem Laufenden, was sich tut. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass sie jetzt angekommen sind, meine Samples. Und ich muss jetzt mal gleich meine Ohrringe reintun und schauen, wie es dann aussieht. Es geht weiter. Das Babybett ist da. Zumindest Teile davon. Ich habe das tatsächlich gebraucht, auf eBay Kleinanzeigen gekauft, weil ich fand das jetzt einfach ganz ehrlich. Das Bett kann man auch super gebraucht kaufen. Das hat einen Top-Zustand. Matratze würde ich immer neu kaufen. Deswegen fand ich das Angebot klasse, weil das ohne Matratze war. Und ich finde, der Zustand ist total super. Also es hat ganz, ganz, ganz kleine Ecken nur. Und es ist ja einfach super schön. Und die waren total lieb. Ich habe gesagt, ob ich es zusammenbauen kann bei ihnen, weil ich ja kein Auto habe. Und dann haben sie gemeint, sie können es mir für einen kleinen Aufpreis auch vorbeifahren. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist mega cool. Ja, und deswegen kam vorhin mein Babybett. Muss ich es tatsächlich nur noch zusammenbauen? Die Frage ist jetzt nur, wo stelle ich es jetzt aktuell hin? Weil ich nehme euch jetzt nochmal mit. Jetzt Option 1. Ich bringe es schon ins nicht aufgeräumte Schlafzimmer. Dann müsste ich jetzt schon meinen Nachttischkasten rausschmeißen und den Schrank, der soll ja dann raus, aber den will ich jetzt eigentlich noch drin lassen. Wird voll hier drin. Ich kann es auf Markus' Bettseite stellen, weil er ja noch nicht da ist. Dann ist es nicht mein Problem. Ah, das gefällt mir. Ich glaube, ich stelle es da drüben erstmal hin. Eigentlich sollte es ja bis zur Geburt, also ich komme natürlich dann noch Matratze und sowas kaufe ich noch und auch noch so Organizer und so ein bisschen extra. Eigentlich wollte ich es bis zur Entbindung, jetzt sind wir wieder im Babyzimmer, dahin stellen, aber da ist ja jetzt aktuell der Kinderwagen. Den könnte ich jetzt natürlich in den Kinderwagenraum bringen oder in den Flur packen, aber das Regal müssen wir ja immer noch wegtun. Und wenn das Regal weg ist, das müssen wir aber erst ausräumen und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann dachte ich, dass ich da drüben das Babybett aufbaue bis zur Geburt. Also auf jeden Fall kommt noch eine Matratze ran. Und dann habe ich möchte ja kein Nestchen, was die Atemluft behindern kann. Zum Thema plötzlicher Kindstod mache ich euch nochmal ein Video. Deswegen gehe ich da ganz klar nach den Richtlinien. Unsere Nestchen, Kissen, Kuscheltiere haben ja in Babybetten eigentlich nichts verloren. Aber von Baby Bay gibt es auch so eine Umrandung, die so ein Meshnetz hat, die quasi ja halt wie so ein. Ja, halt so ein Netz ist. Da geht halt die Luft durch. Sieht nicht ganz so niedlich aus, aber ist halt sicher. Und ich glaube, das werde ich mir noch holen. Und dann gibt es auch noch irgendwie so ein Utensilo-Ding, was man dranhängt, wo man dann so Zubehör dran verstauen kann. Das will ich, glaube ich, auch noch. Aber das kaufe ich alles nicht gebraucht, weil es sind Stoffsachen. Das möchte ich hygienisch sicher. Das kaufe ich dann neu von Amazon. Oder irgendwo anders mal gucken. Vielleicht auch Babywalz. Was weiß ich. Hat ja auch noch Zeit. Aber jetzt wollte ich das Babybett schon mal haben. Jetzt ist da. Und jetzt muss ich nachher nur die zwei Teile mal schon mal zusammenbauen, die Platte reinlegen. Ach, wisst ihr was? Da lasse ich einfach zugucken. Ich denke noch, es geht schnell. Aber vielleicht stelle ich mich auch doof an. Mal gucken. Also Leute, ich versuche jetzt schon eine Weile das Babybett aufzubauen. Es fehlt eine Schraube. Ich glaube aber, der eBay-Verkäufer hat das nicht gewusst, weil die ist, glaube ich, rausgefallen beim Transport. Weil alle anderen Schrauben waren akribisch im Schraubenbeutel, aber da oben, diese Schraube, die war dann noch drin und da unten war sie leider nicht drin. Und dann muss man noch dieses andere Ding zusammenbauen. Und was nicht schön ist, da stand ja guter Zustand und ich dachte mir, ja, ein paar Kratzer, okay. Aber hier ist es einmal komplett durchgebrochen und geleimt. Also ich finde, das hätte man erwähnen können. Also insofern ein bisschen ärgerlich ist es jetzt schon. Ich hätte mir ja auch ein neues leisten können. Ich fand es einfach nur nachhaltig und deswegen gut, es so zu machen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber gerade ist das Problem, dass ich eigentlich zwei weitere Hände brauche. Markus hat auch gemeint, warte doch, bis ich da bin. Ich so, ich warte jetzt nicht noch 4 bis 6 Wochen, um das Babybett aufzubauen, wenn es hier steht. Gesagt, er kriegt jetzt morgen entweder ein Bild, entweder vom zusammengebauten Bett oder vom Balkon runter, wo die Sachen auf der Straße liegen. Wir probieren es jetzt nochmal, aber das Problem ist auch, wir haben nur so einen scheiß Schraubendreher, ehrlich, die fallen total auseinander. Und das sind natürlich so Sechskantschrauben. Und ich weiß noch gar nicht, ich muss es dann ja eigentlich noch auf die richtige Höhe bringen. Weil jetzt ist, diese Dinger hier machen ja auch gleichzeitig die Höhe fest. Und also, ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich mache das jetzt erstmal einmal hier unten zusammen.
damit ich es wenigstens mal irgendwie zusammengebaut habe. Und dann kommt das Brett halt erst später auf die richtige Höhe. Aber ich habe schon 1000 Kratzer an die Wand gemacht, während ich das versucht habe. Markus meinte, ja, wieso baust du es denn auf der engsten Stelle in der Wohnung zusammen? Und ich so, ja, weil ich die Wand als Gegenhalt haben wollte. Aber es ist echt frustrierend, sage ich euch. Also jetzt habe ich, bis ich hier hingekommen bin, ich dachte ja, ich mache das so schnell mal nebenbei. Und dann habe ich gerade zusammengebaut und hing dann so und hatte, dann ist mir der Schraubendreher auseinandergefallen. Ich halte mit der einen Hand das Brett, mit der anderen versuche ich dann am Schraubenzieher zu kribbeln und dann fängt der Herd das Piepen an, Spargel ist fertig. Und ich dachte mir so, boah, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich es gerade hingekriegt, dann klingelt das Telefon und dann ist Markus dran. Und ich so, du hast dir den besten Zeitpunkt ausgesucht zum Anrufen. Ganz liebevolle Antwort, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Kann nämlich auch manchmal ganz schön fauchen. Aber er konnte ja gar nichts dafür. Aber, also, ich bin jetzt von diesem Konzept Gebrauch kaufen ist ja noch nicht ganz überzeugt worden. Ich finde es halt eigentlich gut, weil wir heutzutage viel zu viel Sachen wegwerfen. Aber das passt irgendwie schon wieder nicht zusammen. Das geht hier schon wieder nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Bett zusammenbauen soll. Also, ich baue jetzt erstmal hier auf der Seite. Was klemmt denn jetzt hier schon wieder? Also irgendwie klemmt auch immer ständig irgendwas zusammen. Und dann passt es woanders dafür auch wieder nicht. Also ich weiß gar nicht, wie das hier jetzt klemmen kann. Ich dachte, es sind nur 3 Teile und 4 Schrauben. Das kann ja nicht so schwierig sein. Doch. Ich gebe euch jetzt mal ganz herzlich was zu lachen. Mit all meinem Intellekt und meinem Köpfchen, in dem ja eigentlich schon was drin steckt, bin ich nicht auf die einfache Idee gekommen, das Bett auf die Seite zu legen. Ich habe jetzt mal nach der Anleitung gegoogelt, was ja vielleicht auch eine gute Idee gewesen wäre. Und siehe da, jetzt ging es in 10 Minuten. Stand der Dinge, also ich muss es jetzt hier hinten noch festschrauben, weil der Punkt ist nämlich, man legt es einfach auf die Seite hier, den Bogen so hin, schraubt die beiden Teile ran, dann stellt man es hin und dann hat man in alle Zeit der Welt, um die da hinten festzuschrauben. Schon kann man es alleine aufbauen und es ist auch gar nicht mehr schwer. Und es ist auch nicht mehr verzogen dann, wenn man mit den richtigen Teilen anfängt. Also, ich komme mir gerade sehr klug vor. Leider, das ist die negative Nachricht, habe ich dank der Anleitung rausgefunden, es fehlen noch mehr Teile. Es fehlt das ganze Befestigungsset. Das, was ja so wichtig ist, damit das Babybett-Babe gut mit dem Bett verbunden ist. Da muss ich jetzt den Händler nochmal anschreiben. Aber die eBay-Kleinanzeigen-App hat gerade einen technischen Defekt, an den eBay arbeitet. Deswegen kann ich ihm gerade nicht schreiben. Weil vielleicht haben die das ja noch irgendwo daheim liegen. Weil die haben das ja mit Parkettrollen genutzt. Das heißt, vielleicht haben die es gar nicht befestigt am Bett. Aber es ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar als Ersatzteil bei BabyBay, aber kostet halt nochmal 25 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn da steht guter Zustand, erwarte ich eigentlich nicht, dass es an einer Stelle durchgebrochen ist und an der anderen das Befestigungsset fehlt. Naja, gut. Habe ich mich übers Ohr hauen lassen. Nein, vielleicht haben sie es noch. Der war ehrlich. Also ich glaube, die Schraube ist ehrlich im Versehen. Ach, jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall steht's. Und ich muss sagen, ich finde, es passt halt echt gut in den Raum. Ich dachte ja, ich muss hier alles rausräumen. Ich dachte ja, ich muss das da rausräumen und ich muss meinen Schreibtisch auf jeden, also meinen Nachttischkasten, der unaufgeräumt ist, auf jeden Fall krass wegräumen alles. Aber von der Größe her, ja, vielleicht muss ich ihn trotzdem wegräumen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist, also ich könnte sogar ehrlich gesagt den Schreibtisch da drin stehen lassen. Der muss nicht mal raus, weil, also das Schreibtisch sage ich übrigens deswegen dazu, weil das nämlich ein Sekretär ist. Haha. Voll geschickt. Ja. Also es geht ja eigentlich echt einfach und dank der Rollen kann man es halt auch super leicht mal irgendwo rüberschieben. Das Verschlussgitter habe ich ja auch mitgeliebt, das war ja mit dabei. Also es ist ja normalerweise nicht dabei, aber das war eben in dem Angebot mit drin. Das fand ich ja das Perfekte, weil ich wollte ja keine gebrauchte Matratze, sondern ich wollte einfach nur das Bett mit Verschlussgitter. Aber natürlich auch mit Befestigungsset, damit man es eben hier am Bett einhaken kann und es halt dann schön sicher verbunden ist. Aber kriege ich auch noch gelöst. Jetzt mache ich erstmal die beiden noch dran. Aber, ganz heißer Tipp vom Profi, Anleitung lesen, wenn sie nicht da ist, googeln.
Habe ich meinen Intellekt echt bewiesen in der Folge hier, ne? Naja. Egal, ich mache jetzt die beiden noch fest. Dann schiebe ich aufs Markusbett Hälfte rüber. Vielleicht verschieben wir das Bett auch einfach noch ein bisschen zur Wand. Da hinten bei Markus ist ja noch Platz. Dann ist mein Platz auch noch besser vorm Fernseher. ich glaube, ich habe euch nie mein Schlafzimmer so gezeigt. Und man sieht auch, es ist eigentlich gerade nicht aufgeräumt. Und diese rote Wand muss noch weg. Die wird auch noch gestrichen wie Babyzimmerfarbe. Die macht mich total... Ich habe sie geliebt, als wir sie gestrichen haben. Jetzt hasse ich sie. Oh Gott, das ist so unaufgeräumt bei mir. Das sieht nicht aus. Weißt du, ich finde immer, manche Leute haben so wirklich voll die tollen Wohnungen. Jetzt war ich gerade eine Freundin besuchen. Ihre Wohnung sieht aus wie aus Pinterest. Die sieht wirklich so aus. Und dann dachte ich immer so, ja, aber das sieht ja nur im Internet so aus. Es gibt ja keine Leute, die wirklich so Häuser haben. Scheinbar doch. Nur gehöre ich nicht dazu. Okay, Leute, ich baue jetzt mal noch ein bisschen Schrauben ran. Schiebe das Bett auf Markus' Hälfte rüber und freue mich. Habe Babybett gebaut. Maus, ich habe dein Bett gebaut.